Lukas, jo. Heute letzter Schultag, nice, ne? Endlich die Ferien. Oh ja, Mann, Alter, war so stressig. Ja, was hast du vor? Hast du schon Geschenke oder so für Weihnachten? Nee, man muss hier unbedingt machen, aber ich bin ja gar nicht dazu gekommen wegen den ganzen... Ja, ich auch. Junge, das war so stressig. Morgen ist Weihnachten, wir haben noch nichts gemacht. Ist so, naja, scheiße. Ganz ehrlich, Lukas. Jo. Ist es nicht alles ein bisschen übertrieben mit Weihnachten und so? Doch, also, Digga, übel. Der Weihnachtsmann und so. Ist auch scheiße. Guck mal, die wurde eh von Coca-Cola erfunden. Jesus ist auch übelst überspielt. Und die Geburt vom Oberkiffer Motherfucking Jesus! Nur 20. Jahrhundert und jeder kann selbst seine Meinung denken. Was ist so. Jeder, also jedes kleine dreijährige Kind kauft sich eh sein iPhone 6 selber. Ist so. Eh nicht. An Weihnachten geht es doch nicht nur um Geschenke. Es geht doch auch um Liebe, Zuneigung und einfach mit der Familie zusammen zu sein. Dann stellt man sich jedes Jahr die Frage, ob es weiße Weihnachten gibt. Dieses Jahr ist es wohl wieder bei Regen. Wieder nur graues Wetter an Weihnachten. Wieder kein Schnee. Alles im Trist und Grau. Dann probieren wir doch einfach alles draußen weiß zu machen. So, vielleicht ist ja dann Weihnachtsstimmung. Let it snow, let it snow, let it snow. Ich glaube wirklich, was gebracht hat das Ganze auch nicht. Nach Weihnachten oder Winter sieht das gar nicht aus. Und würde man das dann wirklich machen, dann bräuchte man ja so 50.000 Millionen Trilliarden Klopapierrollen, um überhaupt den ganzen Garten und die ganze Umgebung weiß zu bekommen. Und dann sieht es immer noch nicht nach richtigem Winter aus, sondern eher nach Papier im Garten. Deswegen, so viel ist mir weiße Weihnachten nicht wert. Weg damit. Okay, wenn das jetzt nicht klappt, haben wir aber trotzdem noch Sachen zu machen, um Weihnachten perfekt zu machen. Geschenke einkaufen. Eine Zeitschrift für die Schwester. Ein Blümchen für die Oma. Süßigkeiten für irgendwelche anderen Personen. Und ein Spielzeugauto für den kleinen Bruder. Ausschmücken. Weihnachtsausschmücken. Sauber machen, das muss man da auch noch machen. Irgendwann später. Wenn erstmal die stressige Vorweihnachtszeit vorbei ist, ihr alle Geschenke eingekauft habt und auch alle Arbeiten in der Schule geschrieben sind, dann beginnt für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres, Weihnachten. Viele ist auf Weihnachten heute eh nur noch Geschenke, 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 Geschenke. Und ich habe mal ein paar YouTuber gefragt, was für sie die schönsten Weihnachtsmomente sind. Liebe Julian hat mich gefragt, was für mich Weihnachten bedeutet. Und für mich bedeutet Weihnachten, mal auf das dankbar zu sein, was man bekommt. Und damit meine ich nicht nur die Geschenke, sondern allgemein, ihr könnt mit eurer Familie zusammen sein. Ihr seht vielleicht Leute, die ihr schon seit Jahren nicht mehr gesehen habt. Ihr habt Spaß, ihr habt Freude und da sollte man dankbar sein, das sollte man schätzen. Und auch wenn ihr nur ein Geschenk kriegt, ihr wisst, es ist von Liebe gemacht und Leute lieben euch einfach. Ja, das bedeutet für mich Weihnachten. Ich schätze das persönlich selbst alles sehr. Ja. Ich finde an Weihnachten besonders schön, dass man so viel Zeit mit der Familie verbringt und dann schön isst, heftigen Truthahn oder so. Ich finde es immer noch ganz schön, dass man die Familie, die man vielleicht jetzt nicht so oft sieht, dann auch mal sieht. Hallo Julians Abonnenten, also für mich bedeutet Weihnachten einfach mit der Familie zusammen sein, gemeinsam essen, dass eine tolle, gute Stimmung herrscht, Atmosphäre muss passen und ja, einfach generell mit der Familie zusammen sein und über alles reden, was man nächstes Jahr und so zum Beispiel schon geplant hat. Und ja, das bedeutet für mich Weihnachten. So Leute, das war's mit dem Weihnachtsvideo. Ihr habt's ja gesehen, es ging jetzt darum, was sind die schönsten Momente von Weihnachten und was sind auch die negativen Momente von Weihnachten.
Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst ein Like da, abonniert den Kanal für mehr. Und ja, ich wünsche euch allen richtig, 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 richtig schöne Weihnachten und genießt die Zeit, genießt die Feiertage. Dann bedanke ich mich auch bei allen Leuten, die mich unterstützt haben, bei allen Leuten, die mir geholfen haben bei dem Dreh. Und ja, habt noch einen schönen Tag, habt schöne Feiertage, haut raus.